Angesichts der Ereignisse der letzten 12 Monate habe ich vielleicht über mehr nachzudenken als die meisten. Wir sind wieder an dem Punkt, an dem die königliche Familie in einer echten Krise steckt. Haben die königlichen Skandale dem Ruf des Landes geschadet? Das Haus Windsor sollte die Nation zusammenhalten. Eher ein Beispiel für das ideale Familienleben geben. Eine solche Situation gefährdet die Stabilität dieses Landes. Seit Jahren will ich eine moderne Monarchie, die die Außenwelt widerspiegelt. Ich glaube, nicht mein Verhalten bedroht ihre Existenz. Du als künftiger König hast eine Pflicht. Weil die Leute sonst nie verstehen würden, wie es wirklich für mich war. Ich hatte nie eine Chance. Nach allem, was ich weiß, ist sie am Ende ihrer Kräfte, weil sie sich schlecht behandelt fühlt. Sie betrachten sie als Bedrohung. Das ist der Fehler, den die Leute anfangs machen. Du vermagst deiner Familie gegenüber loyal zu bleiben. Du meinst schweigend. Es ist eine Firma. Und wir alle sind ein Teil davon. Dass ich das Gefühl habe, dass alles eskaliert. Sie öffnet den Mund und Handgranaten kommen heraus. Sie will den Tempel niederreißen. Sollten wir in Angriff nehmen? Was zum Teufel tut sie da? Doch ich gehe nicht schweigend. Ich kämpfe bis zum Ende. Ihr Ruhm ist Vergangenheit. Die Welt dreht sich weiter. Und nichts bleibt übrig. Wie konnte es so weit kommen?